Hey guys, my name's Seb and I'm the Associate Development Test Lead on Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Now on behalf of the whole development team, we want to wish you a warm welcome to this closed beta. Today, we are extremely excited to share with you the game that we've been working on for more than 4 years now. Ghost Recon Wildlands is the very first military shooter set in a massive, dangerous, and responsive open world that you can play entirely in 4 players co-op or in solo. During this closed beta, you'll be able to discover the very first hours of Ghost Recon Wildlands in the province of Itaqua, one of the 21 regions of our massive open world. At the same time, we are launching the Ghost Recon Network, the ultimate platform for all Ghost Recon players. Log in now to create your task force, compare your stats, or plan your upcoming game sessions. Please do not hesitate to join the community and share your best moments by using the following hashtag. A new version of the fan kit is also available if you want to decorate your channel with the GRW colors. For more information, join the dedicated closed beta portal and invite your friends. Thanks again for your great support, Ghosts. We couldn't do it without you guys. We'll see you in the field soon. Und nach den Worten des Entwicklers bzw. eines Teils des Entwicklerteams wünsche ich euch auch ein herzliches Willkommen zur Ghost Recon Wildlands Closed Beta. Hatte wieder Glück, hab einen Key bekommen. Wir stellen erstmal ein bisschen was ein. Und sehen uns mal um. Willkommen bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Vielen Dank, dass ihr an der Closed Beta zu Ghost Recon teilnehmen, bla bla. Bienvenidos a Bolivia. Im Verlauf dieser Closed Beta können Sie Itaqua, eine der 21 Provinzen der riesigen offenen Spielwelt. Okay, wer es lesen will, einfach Pause drücken. Wichtige Hinweise, bla bla. Okay, gut, ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spiel. Ich werde es mit Maus und Tastatur spielen. Denke mal, ist okay bei einem Shooter, auch wenn es UDS ist. Ja, doch, das haut so hin. Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. 2 Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident mit Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zum Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss aller Bosse, El Sueño. Du bist ja ein Hübscher.
Willkommen in Bolivien. Puh. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. So, was haben wir hier für Benachrichtigungen? Sie sind nun online. Okay, schön. Hübsch. So, ich schaue mir mal eben die Einstellung an, ob alles auf Ultra ist. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, ich habe jetzt alles eingestellt soweit und ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt in die Kampagne. Ich bin echt aufgeregt. Schauen wir mal. So, auch Charakterstellung gibt's auch. Ja, männlich. Nur irgendwie sehe ich nichts. Ist das normal? Ah, jetzt. Irgendwie ändert sich auch nichts. Augenfarbe hellbraun. Oder bekommen wir bloß den einen Charakter? Aha. Ah, okay. Gut. So langsam wird das ja. Warum dauert das so lang? Eagle, Walker. Oh, das dauert ja echt tierisch lang mit dem Umschalten. Murphy, Keller. Nehmen wir Sparky, würde ich sagen, oder? Was sagt ein Snake? Wie sieht Snake denn aus? Foxy. Gehen wir mit Snake. Haben wir Big Boss Konkurrenz. So, Augenfarbe braun. Nehmen wir den Ziegenbart hier. So, Haare. Geht bitte kein Undercut. Ja, los. Struppig. Oder Rastas? Vulkaner. Ja, wir bleiben bei struppig. So, Haarfarbe bleibt auch braun, Gesichtsdetails. Was hier Messer? Ah, okay, Narben und so ein Kram. Nehmen wir Rasiermesser. Zu viel Kopf wollen wir nicht. So aussehen, Körperdetails. Bemalung. Ich lasse euch jetzt hier einfach mal mit drin, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Ist soweit ganz gut gemacht. Die Tattoos sehen ja geil aus. Traditionell detailliert. Ich glaube, ich bleibe bei der Ärmel. Ja, doch, das sieht nice aus. So, linker Arm. Igitt. Was ist das denn? Das sieht nicht nach einem besonders hochwertigen Tätowierer aus. Oh ja. Der geisterhafte Schädel wird's hier. Ja, Bemalung lasse ich weg. Bräunliche Kleidung. Das sieht ganz nice aus. Achso, können wir noch nicht auswählen. Vlies, Jacke. Oder den Hoodie? Oh Gott.
Ja, doch, ich glaube, ich nehme den Hoodie. In schwarz. Passt. So, Westen. Oh ja. Die sieht nice aus. Ich frage mich ja, ob die Tarnmuster für die Weste wirklich eine Auswirkung auf die Gegner-KI haben. Also inwiefern die uns dann sehen oder auch nicht. Oh, Busch. Okay, nice. Als Sniper natürlich ganz geil, ne? Aber ich würde sagen, wir gehen mit einem von denen hier. Ah, nehmen wir die. Und zwar... welche Farbe? Ah, das haut hin. So, Schuhe. Wanderschuhe, auch in schwarz, Tarnanzüge. Es wäre natürlich geil, wenn man die dann hoffentlich in-game noch aus- bzw. anziehen kann oder ausrüsten kann. Aber mir gefällt der Blur-Effekt überhaupt nicht. Seht ihr das? Ich glaube, dann werde ich den Blur mal noch ausschalten müssen. Aber ich nehme hier soweit keine Tarnung. Das muss nicht unbedingt sein. Accessoires. Das kommt ja hier fast schon auf den Sims raus. Ne? The fuck. Kugelsichere Maske. Ist die denn wirklich kugelsicher? Ich glaube, ich nehme den Schal. So. Oh ja. Mütze, das ist nice. Also einen Helm wollte ich jetzt nicht unbedingt. Na, ich glaube, ich bleib mit dem Hoodie hier. Schön Mütze. Oh, Feier. Mit Cowboy-Hut, jawohl. Nein, aber wir nehmen einen ganz normalen Hut. Ach, Kopfhörer. Ist jetzt unter der Kapuze ziemlich doof, würde ich sagen. Lassen wir weg. Hände, ein paar Handschuhe anziehen. Ja, die werden's. In Grau. Rucksäcke. Okay, Drohne. Haben die dann... Kann ich mit der Rucksackauswahl dann auch bestimmen, was für Gadgets wir mitnehmen? Weiß nicht. Ich glaube, ich nehme den. Ja, doch. Und Aufnäher. Marken, Flaggen. Ja, ich bleibe im Ghost Recon Zeichen. So, besondere Outfits. Ach, das sind dann schon so Presets, okay. Auch nicht schlecht. Zufälliges Outfit brauchen wir nicht. Okay, gut. Speichern Sie Ihren Charakter. Dann auf geht's, auf geht's. Rekrut, lassen Sie sich nicht vom Kartell ärgern, während Sie Wildlands erkunden. Herausfordernd sollte man in Ghost Recon. Was? Herausfordernd? So sollte man Ghost Recon eigentlich spielen. Spiel ich es auf leicht oder spiel ich es auf Mittel? Ich spiel's auf Mittel. Erstmal auf der normalen Schwierigkeitsstufe. Wird schon klappen.
haben wir jetzt auch genug Zeit vertrödelt. Er wollte ja ein bisschen was vom Spiel sehen. Toter Agent. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Es tut mir sehr leid. Jetzt habe ich eine Sonnenbrille auf. Eben, aber das macht es auch nicht leichter. Und das bei Nacht? Stimmt. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman. Die Entwicklungshelferin mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Hab extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Es gibt einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr wärt beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf El Sueño. Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind eine Taskforce aus CIA, DEA und JSOC und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig, ich werd's auch sein. Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese 4 werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pakatari. Anführer der Widerstandsgruppe Qataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Qataris 26. Mehr als das, die Gruppe
stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Wir probieren's. Ich kann aber nichts für nichts garantieren. Nervöser Finger im Abzug. Das geht meistens schief. Ich hoffe, er nimmt jetzt endlich seine dumme Sonnenbrille ab. Natürlich nicht. Okay, wieder online. Sie können nun Freunde zu Ihrer Sitzung einladen. Okay. 30 FPS. Auf Ultra-Einstellung. Okay. Und ich muss definitiv das Blur ausschalten, denn das nervt tierisch. Hier war es nicht. Moment. Blooming. Wo ist es denn? Hier, Bewegungsunschärfe. Es ist so nervig. Das war, ist auch wieder genau wie bei Far Cry, diese total hässliche Gräser-Verschwimmen-Optik, whatever. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, okay, dass ich gerne mit Pakatari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Okay, also. Was hältst du von der Operation, Nomad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Beeilen wir uns damit, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru... Halt mal kurz die Backen. Standarddrohne... Oh, weia, hier gibt's ja echt einen Haufen. Wir haben bis jetzt nur eine Waffe freigeschaltet, beziehungsweise die zwei. Was mir auch gerade noch eingefallen ist... Untertitel. Audio... Nehme ich mal an. Freies Mikrofon. Spiel. Modus umschalten. Kamerasichtung. Wo kann ich denn Untertitel einstellen? Wem hat? Namen von Kameraden einblenden. Doch, das möchte ich eigentlich schon, oder? Möchte ich das? Ich weiß es nicht. Ach, es tut mir voll leid. Benachrichtigungen. Voreinstellungen. Ja. Ich finde keine Untertitel. Einstellungen. Oder vielleicht habe ich es so einfach übersehen. Werde ich nachher nochmal reinschauen. So, wir schauen jetzt mal. Und hocken uns in so eine Kiste hier rein. Ich war so, kommt ihr auch hier? Also, das sieht sehr geil aus. Wow! Aber an die Steuerung muss ich mich erst noch gewöhnen. Es ist sehr steif. Gerade die Bewegung von den Soldaten, oder wenn ich den Soldaten bewege, fühlt sich alles sehr steif an. Wow. Heiliger.
Okay. Es erinnert mich jetzt schon sehr stark an The Division. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Feindaktivität. Aufklärung. Nehmen Sie sich Zeit, Feinde und ihre Verteidigung zu markieren. Drücken Sie Y, um die Drohne zu benutzen. Drücken Sie B, um das Fernglas zu benutzen. Okay, kann ich mich... Setze Drohne ein. Setze Drohne ein. Drücken Sie 3, um Ihre Handfeuerwaffe zu benutzen. Drücken Sie C, um getarnt vorzugehen. Entdeckungspfeile zeigen an, wer Sie aktuell sehen kann. Das Ding eine gewisse Ladung. Okay. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Zoom kann ich auch, okay. Oh, Batterie ist leer. Okay, nice. Okay. Ich hoffe, die fühlt sich... Ja, okay, die fühlt sich wieder hoch. Wie kann ich den Schalldämpfer aufziehen? Achso, ist schon drauf. Okay, ich probiere jetzt noch mal ein bisschen näher ranzukommen. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus Aufenthaltsort. Und die Drohne nochmal einzusetzen. Kann ich mich hinlegen? Ja, kann ich. Okay, nice. So. Jetzt nochmal die Drohne. Simultanschuss verfügbar. Okay, die Reichweite ist aber nicht sehr weit. Wo ist jetzt er hier? Okay, bin unterwegs. Simultanschuss, Gesinktmarkierung, E-Signal, okay, gut. Ich würde sagen, wir schalten den erstmal aus. Tango ist tot. Achso, kann man die eigentlich looten? Da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ach ja, okay, gut. Generell Loot und so ein Kram, da habe ich mich noch... Ich habe mich generell noch überhaupt nicht beschäftigt mit diesem Spiel. Fuck, die haben dich vielleicht gesehen. Oh. Die sind alarmiert. Hä? Wie jetzt, die sind alarmiert? Von was denn? Die wissen, wir sind hier. Abschuss. Okay. Meine Seite ist sauber. Baut der jetzt ab? Da sind nur eine Handvoll Verstärkung. Okay, mal schauen. Wir haben sie aufgescheucht. Scheiße, das habe ich ja mal voll verkackt, hey. Das habe ich ja mal voll verkackt. Nice. Gut gemacht, Jan. Gut gemacht. So, da drin sind sie. Da hängt noch einer. Da ist eine Truhe oder irgend sowas. Wow! Oh. Okay. Cool.
cool. Außer Gefecht. Gott, das habe ich ja mal voll verkackt. Danke. Oha. Verstanden, unterwegs. Puh. Roger, ich gehe in Position. Oh Gott, da kommen noch mehr. Wollt ihr mir ernsthaft sagen, dass der Schalldämpfer abgenutzt wird? Ist das euer Scheiß Ernst? Nee, oder? So, was sind diese grünen Punkte auf der Map? Nachschub. Ah, okay. Ich hoffe, die killen den jetzt nicht. Gott, das habe ich ja mal. Das schmeckt mir gerade absolut nicht, dass ich das so verschissen habe. Na! Den Nachschub will ich noch markieren eben. Was ist das? Tango ist tot. Nachschub markieren. Öl, okay. Oder Treibstoff. Ja. Guten. Fuck, das regt mich gerade voll auf. Das hätte besser laufen können. Man sieht halt nix. Im Kampf getötet. Hat ja super funktioniert. Scheiße. Okay, ich würde sagen, ich stelle die Mission in der nächsten Folge nochmal und mache hier erstmal einen kurzen Cut. Und dann schauen wir mal, ob ich mich da nicht vielleicht ein bisschen besser anstelle. Ja, das war wirklich total für den Arsch. Ach ja. Wird es zurückgesetzt? Kann das sein? Wir haben Gesellschaft, bleibt wachsam. Komme ich überhaupt hoch? Oh. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt erstmal und wir versuchen, den Santa Blanca Leutnant in der nächsten Folge zu finden. Denn das habe ich gründlich versaut momentan. Oh weia. Okay, gut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann direkt in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.